gehört, du warst in Rom. Da wollte ich einfach fragen, was du da gemacht hast. Ah ja, das gehört dazu. Da habe ich 3 Tage Urlaub gemacht. Okay. Meine, bei uns ist ja ist natürlich jetzt mit dem Training ist sehr, sehr intensiv alles und gehört es einfach dazu, dass man sich auch mal wieder kurz eine Auszeit nimmt, was komplett anderes macht, wegkommt von dem, wo man immer ist. Und Was erwartest du dir persönlich vom nächsten Winter 2015, 2016? ja, bei mir war es so, dass ich jetzt in der Weltrangliste im Slalom 18. bin. Und ja, eigentlich war es dann letztes Jahr schon so zum Ende hin mein Ziel, dass ich mich noch in die Top 15 reinfahre. Habe jetzt leider nicht geschafft. Aber ja, das wird nächstes Jahr sein. Also, dass ich schaue, dass ich in die Top 15 reinfahre. Ist das persönlich für dich jetzt ein Druck für den kommenden Winter oder spürst du da keinen Druck? Ja, natürlich geht einem das durch den Kopf mal. Ja, da ist man noch recht befreit drauf losgefahren letzte Saison und alles. Aber ja, im Endeffekt, es ist nur Skifahren und ja, das ist eine Sache, die ich sehr gerne mag. Und wenn man Spaß an dem hat, was man macht, dann ja, erledigt sich das Ganze eh von selber. Dann fährt man da frei auf und dann passt das.